Ja, also die Titelblätter, das ist natürlich auch was ganz Einmaliges. Die in Rostock, wo die Ausstellung zum ersten Mal gezeigt wurde, da hingen die von der Decke. Und hier haben wir sie jetzt hier an den Glaswänden aufgehängt und ich finde, das wirkt ja auch ganz, ganz prima. Das ist diese Dame, eine schillernde Persönlichkeit in der DDR, Sibylle Boden-Gerstner, deutsche Jüdin, die emigrieren musste. Sie war in Paris und hat Mode und Gestaltung und Design sowohl in Berlin als auch in Paris studiert. Und sie wurde gebeten oder gefragt, dass sie 1956 eine Zeitschrift mit herausgeben soll. Sie war dann Chefredakteurin, die so dem so ein bisschen in Konkurrenz zu Constanze war, der westdeutschen Modezeitschrift. Ich finde die natürlich viel interessanter. Man sieht, das sind noch ganz andere Models und auch eine andere Darstellung. Aber was ich unglaublich finde, wie sie beschrieben hat, ihr Blick geht von Paris, Berlin, Moskau nach New York, Tokio. Also sie kannte keine ideologischen Grenzen. Hier die drei Schauspielerinnen, Geschichten über sie. Hier Geschichten über Jugendliche. Und hier haben wir dieses, was ich vorher meinte, Industriestadt Bitterfeld. Also die arbeitende Frau inmitten einer Industrieumgebung. Gleichzeitig natürlich auch die arbeitende Bevölkerung. Der weibliche Arbeitsplatz ist ja auch was Hinreißendes. Also die Idee, das mal aufzunehmen, also mein weiblicher Arbeitsplatz sieht allerdings anders aus. Da stapeln sich das Papier und die Bücher. Und hier mit der Teetasse, also ja, ganz liebenswürdig. Und immer die selbstbewusste, arbeitende Frau in verschiedenen Uniformen, in verschiedenen, das sind ja keine Uniformen, es ist ja individuelle Mode, aber in verschiedenen sehr sachlichen und sehr eleganten Kleidungsstücken. Was mir besonders gefallen hat oder mich überrascht hat, will ich mal sagen, Frauen fotografieren. Das ist die berühmte Dorothea Lange, die war hier auch schon im Willy-Brandt-Haus ausgestellt, eigentlich vom Klassenfeind, nämlich aus Amerika. Aber dieses Foto und diese Reportage zeigt natürlich, dass sie hier ganz im sozialistischen Sinne die Bilder gemacht hat, also die arbeitende Bevölkerung in den ländlichen Gebieten, die arbeitslos war, die arbeitend, aber arbeitslos, die also Hunger leideten und wo es dann sie den Auftrag hatte, das mal aufzuzeigen und danach, das nennt sich die Farm Security Administration, also sie sollte einfach demonstrieren, wie geht es der Landbevölkerung. Und danach hat sich auch tatsächlich etwas geändert. Also der Staat hat eingegriffen und hat die Bedingungen der Arbeiter irgendwie verbessert. Dieses Model, heute nach, ich glaube, 50 Jahren oder war kürzlich in der Ausstellung, hat sich hier daneben posiert und war natürlich hoch beglückt, dass ihr Foto in genau dieser Weise so groß abgebildet ist. Also sie ist nicht als Foto in der Ausstellung vertreten, aber hier mit dem Titelfoto ist sie da. Ja, hier kann man sich mal die Frisuren angucken. Ja, es ist alles, es sind hier die Linien, also alles streng hier.
Das passt auch irgendwie zusammen. Das, ja, man, also im Westen konnte man sich das gar nicht vorstellen, dass es sowas gab. Und ich glaube, man hat vieles unterschätzt, was es an Vielfalt, an Fantasie und an Gedanken. Und es gab tolle Schriftsteller, tolle Maler, Schriftstellerinnen, wunderbare Schriftstellerinnen und großartige Malerinnen, Maler. Es war ja alles da. Es konnte nur nicht so zum Ausdruck kommen. Also der Katalog ist auch ganz großartig. Man erfährt so viel noch am Rande, was jetzt so oberflächlich bei den Bildern nicht zu sehen ist. Hier, es wurden die Kunst auch dargestellt in der Zeitschrift. Und das hier ist Hans Ticher, ein berühmter Maler der DDR. Der Katalog hat Texte, die, und das ist sehr, sehr schön, die auch den Hintergrund, die das Ganze einbetten in die Zeit. Was ist passiert, in welchem Zusammenhang sind auch die Bilder zu sehen? Also kann man daraus Schlüsse ziehen, was gerade gesellschaftlich interessant war. Und wir haben einen Schnittbogen, der natürlich sehr begehrt war. Vor einigen Tagen kam eine Besucherin und erzählte, ja, sie hatte nie eine Zeitschrift gleich am Anfang. Und wenn sie dann eine gefunden hat, die in etwa so aussah, wie hier, zerfleddert und wirklich durch und durch 10-mal, 20-mal angeschaut, dann war immer schon der Schnittbogen weg. Und sie kam nie dazu, sich mal was nachschneidern zu können anhand des Schnittbogens. Er ist so einer der Väter der Fotografen. Viele, die hier hängen, 13 Fotografen sind hier in der Ausstellung, die sind bei ihm in die Schule gegangen sozusagen. Und die, sagen wir mal, dass die Ikone, seine Ikone davon, war hier vor dem Gaskessel, das Model vor dem Gaskessel. Und das führt auch gleich ein bisschen darauf, wie tiefgründig auch diese Fotografien immer waren. Der Hintergrund hatte häufig eine sehr symbolische Aussage. Es war jetzt nicht das Studio, das neutrale Studio, es war irgendeine Lebensaussage, die mit dem Alltag zu tun hatte und vielleicht auch manchmal kritisch war, was man so nicht offensichtlich sagen konnte. Hier Hans Präfke, auch hier sieht man den Hintergrund, also das sind ja Kontraste, die gibt es so gar nicht in unseren Modezeitschriften und schon gar nicht zu der damaligen Zeit. Die Schornsteine, die Reihenhäuser, die Trabis, aber auch Stacheldraht, also man sieht auch hier Mauern, das war nicht die richtige Mauer, aber man sieht sie. Also es sind schon immer doppeldeutige Aussagen, aber die Models waren einfach großartig. Attraktive Frauen und eine Mode, ich würde das alles jetzt auch noch anziehen. Also wie zeitlos, ja. Die Gründerin sagte ja auch, sie orientiert sich von Paris nach Moskau, nach New York, nach Tokio, also ohne irgendwelche ideologischen Grenzen, hat sie eine umfassende Information gegeben. Das hat sich gehalten. Bis 1995 wurde die Zeitschrift wieder eingestellt. Da im Westen konnte sie dann doch nicht existieren. Sibylle war nicht nur eine Modezeitschrift, sie war Orientierung in Geschmacksfragen, aber ebenso für Architektur
Und da ist, wie für Kunst, da ist hier diese, sind diese Bilder von Ulrich Wüst ein großartiges Beispiel. Es stimmt sowohl die Grafik der Häuser, der Umgebung, als auch die Mode. Das ist ja auch eine Botschaft dieser Zeitung, dieses Magazins besser gesagt, dass es ein Magazin für Individualität war. Die Frauen konnten sich orientieren, wie könnte man noch sein außerhalb dieses Einheitslooks in der DDR oder Einheitsgeschmacks. Dieses war einfach so vielfältig und so, ja, also Sie sehen selber, das ist ein absolut klassisches, großartiges Modell. Sie hatten nichts Puppenhaftes. Wenn man die Geschichten dazu hört, so ist es manchmal lustig. Sie brachten ihre eigenen Schminksachen mit an den Ort des Geschehens und vielleicht manchmal sogar etwas, was sie selbst geschneidert hatten. Auch das gab es übrigens in dem Magazin. Es gab Schnittbögen. Man konnte es also doch nachmachen, was ganz bestimmt viele machten. Bei einer Auflage von 200.000, man kann sagen 600.000, haben das bestimmt die Zeitschrift gesehen. Da gab es unendlich viele Möglichkeiten, sich da selbst damit zu schmücken, mit diesen Kleidern. Hier, das ist auch so eine Ikone von Werner Mahler, einem der Gründer der Ostkreuzschule heute. Er, zusammen mit seiner Frau, da gehen wir gleich noch hin, haben sie wirklich Großartiges geleistet in Sachen Fotografie und sind ebenfalls heute Lehrer für viele junge Fotografen West wie Ost. Das spielt heute ja keine Rolle mehr, Gott sei Dank. Aber gehen wir mal noch weiter hier zu Sven Marquardt. Sven Marquardt hat wieder einen ganz eigenen Stil und hat sich auch ganz eigene Models ausgesucht. Das übrigens konnte sich jeder Fotograf selber aussuchen, welches Model er wollte, wen er mit der Mode eingekleidet haben wollte. Und die Orte konnte er selbst wählen. Und die sind ja mehr als vielfältig, wenn man sich diese Bilder anschaut. Er hat es auch selbst kuratiert. Jeder Fotograf hatte ungefähr denselben Platz. Und er wollte es genau so haben, was ja äußerst auffällig und eindrucksvoll ist. Sven Marquardt, er ist bis heute ein viel beachteter Fotograf und gleichzeitig der Türsteher von dem Club Bergheim. Roger Melis, auch einer der ganz großen Fotografen. Ich kannte ihn bisher nur von seinen Fotografien über Arbeit und Alltag in der DDR, aber auch hier diese ganz großartigen Models und Umgebungsfotos, Architekturfotos zusammen mit ungewöhnlicher Mode. Wer mir besonders am Herz liegt, ist auch Ute Mahler. Sie hat einmalige Konstellationen gewählt. Also zum Beispiel, alle drei Fotos finde ich so einzigartig. Also was habe ich noch nie in irgendeiner anderen Zeitschrift gesehen. Hier in einem Hinterhof mit diesen Brandmauern. Also ein absolutes Kontrastbild zu dieser doch sehr extravaganten, außergewöhnlichen Mode. Oder hier ein Reifen, man sieht auch hier die Umgebung recht primitiv. Das lenkt dann aber auch nicht von der Mode ab. Es ist, man kann sagen, dieses Magazin war einfach ein Magazin ganz großer Fotografie. Und gleichzeitig eben auch noch, ja, für subtile Botschaften, politische Botschaften auch und ganz, ganz viel für die Geschmacksfragen von Frauen und Männern und dem Ausgestalten von Individualität. Hier ist besonders dieses
Bild eindrucksvoll, also S-Bahn. Im Magazin ist diese Frau beiseite gelassen. Die Fotografin hat erzählt, sie hat das Model extra auf diese Bank gestellt, um den Kontrast zu zeigen, was eben die Durchschnittsmode oder die Alltagsmode in der DDR war. Das ist gleichzeitig ganz liebevoll. Es hat nichts Diskriminierendes, aber es zeigt einfach etwas. Und darum ging es den Fotografen auch immer wieder. Hier ist ein Bild, das hier ist ganz berühmt. Und hier, man sieht die Häuser noch in der Kriegsbemalung sozusagen. Und daneben dieses aus dem Rahmen fallende Model mit einem wunderschönen Kleid. Und ja, das hier, da war der Auftrag, die Neubauten zu fotografieren. Natürlich hatte die Ute Mahler so einen kleinen Hintergedanken, um sowohl äußere Mauer wie innere Mauern aufzuzeigen, und hat das Model vor ein Gitter gestellt. Das durfte natürlich nicht veröffentlicht werden. Obwohl, man muss sagen, die Zensur war relativ gering, weil Mode wurde nicht so ernst genommen. Und das gab den Fotografen einen ungeheuren Spielraum. Ja, und jetzt nochmal Sibylle Bergemann, eine ganz, ganz große Fotografin. Hier ist zum Beispiel so ein Bild. Dahinter die Schlote, die den absoluten Schmutz ausstoßen. Und im Vordergrund dieses Model, es ist beides. Es ist eine DDR-Realität und gleichzeitig diese hinreißende Mode und diese hinreißende Frau. Hier, dieses Foto, wenn man diese Strecke sieht, es gab Farbfotografie in der DDR. Das war mir bis dahin auch nicht klar. Das hier ist in Armenien. Als ich das Bild sah, dachte ich, wow, die haben in Griechenland fotografiert. Nein, es war im östlichen Ausland, in Armenien. So, das finde ich auch ganz schön, wie Aufnahmen entstanden sind. Also hier zum Beispiel, wie so Umkleidesituation von den Models. Das entspricht wirklich nicht unserem Maßstab. Aber es ist sehr viel reizvoller auf eine Weise, weil es eben genau diese Individualität und dieses Besondere in die Zeitschrift bringt. Nicht dieses 0815 und jeder ist auf eine Weise auch gleich in diesen anderen Modezeitschriften, sondern diese Vielfalt von Gesichtern, von Gesten, von selbstbewusster, attraktiver Frau. Das gab's. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Westen sowas gesehen habe. Ist mir auch wichtig, gerade jetzt, 30 Jahre Mauerfall, dass man auch mal das Positive zeigt. Und ich spüre das bei den Besucherinnen, dass da ist schon Stolz dabei, dass sie sowas hatten und produziert haben und auch als Orientierung hatten und sehr wohl wussten, was man kann, wenn man kann. Was ja nun eben leider nicht möglich war immer. Also es ist wirklich eine ganz große Fotoausstellung, finde ich.